Phoenix vor Ort. Willkommen, meine Damen und Herren, zu Phoenix vor Ort am 14. April 2021. Wir hatten Ihnen versprochen, dass wir Ihnen jetzt live etwas aus Berlin zeigen wollen, wo es um sehr, sehr viel Geld geht und um ein großes Versagen. Von einem Jahrhundertereignis ist die Rede. Die BaFin hat die Aufsicht offenbar nicht so ernst genommen, wie man das hätte annehmen können. Die Art und Weise, wie das Unternehmen Wirecard agieren konnte, hat doch sehr viele sehr ratlos gemacht. Seit Oktober 2020 gibt es dazu einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag. Der geht jetzt langsam auf die Zielgerade. Es geht um ein Milliardenloch in der Bilanz, was man im Sommer 2020 entdeckt hat. 1,9 Milliarden. Und es geht, wie gesagt, um das Aufsichtsversagen. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt hat jetzt auch ein Verfahren eröffnet und fragt nach, wie das gewesen ist beim BaFin-Chef Hufeld, inzwischen nicht mehr im Amt, und seiner Vize Frau Rögele, die auch nicht mehr im Amt ist. Die Neubesetzung ist schon im Gange. Da kommt aus der Schweiz der Chefaufseher der dortigen Finanzaufsicht in diesem Herbst. Jetzt aber werden die Obleute der Union hier im Haus der Bundespressekonferenz Stellung nehmen zu ihren Einschätzungen über diese Versäumnisse, die Verantwortung und was wir daraus lernen können. Es sind Hans Michelbach, stellvertretender Vorsitzender dieses Untersuchungsausschusses. Es sind auch Matthias Hauer, der Obmann der Unionsfraktion in diesem Ausschuss. Und es ist Fritz Günzler, der ebenfalls für die Unionsfraktion in diesem Ausschuss sitzt. Also die Konsequenzen der drei Herren. Ute Welt, die moderiert an, und wir gehen live nach Berlin. Im Untersuchungsausschuss. Wir beginnen heute in der quasi Mitte des Podiums. Wenn man meine Person mal abzieht. Matthias Hauer hat das erste Wort. Bitte schön. Ja, Frau Welti, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse am Thema Wirecard, an der Arbeit des Wirecard-Untersuchungsausschusses. Wir sind auf der Zielgeraden. Heute soll es darum gehen, Versäumnisse, Verantwortung und auch Lehren aus dem größten Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach einem halben Jahr, nach 36 Sitzungen, rund 300 Ausschussstunden, über 80 Befragungen, knapp 800 Gigabyte Daten auf den Laufwerken, hunderten Ordnern in der Geheimschutzstelle, wollen wir als Unionsfraktion heute ein Zwischenfazit ziehen. Wir haben im Untersuchungsausschuss eine BaFin erlebt, die den Gesamtkonzern Wirecard nicht beaufsichtigt hat. Eine Bilanzkontrolle, die keinen Betrug aufdecken konnte, und eine Geldwäscheaufsicht, die niemand ausgeübt hat. Stattdessen gab es ein fatales Leerverkaufsverbot, fragwürdige Wirecard-Aktiengeschäfte durch einige Aufseher und Banker und eine fehlende kritische Distanz zum Unternehmen Wirecard. Diese festgestellten Versäumnisse laufen an einer zentralen Stelle zusammen, das ist die BaFin. Und damit stellt sich auch die Frage der politischen Verantwortung von Olaf Scholz und von seinen Staatssekretären. Natürlich hatte auch die Arbeit der Abschlussprüfer, die nicht existente Milliarden testiert haben über Jahre, eine verheerende Wirkung. Für bessere Rahmenbedingungen bei der Wirtschaftsprüfung machen wir daher konkrete Vorschläge darauf, und auf weitere Lehren aus Wirecard wird mein Kollege Fritz Günzler gleich näher eingehen. Neben diesen gesetzlichen Lehren geht es aber auch um Aufklärungswillen und um politische Verantwortung. Beim Bundesfinanzministerium sehen wir leider das Gegenteil von Aufklärungswillen. Das Finanzministerium hat dem Ausschuss wiederholt relevante Unterlagen viel zu spät vorgelegt, teilweise so viele Monate nach Fristablauf, dass wir Zeugen relevante Dokumente nicht vorlegen konnten. Das ist nicht nur ein Foulspiel, das ist eine klare Missachtung der Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Wir haben beispielsweise erst kürzlich auf Vorschlag der Union die Staatssekretäre in den Ausschuss zitiert und befragt, wieso in diesem konkreten Fall 111 Aktenordner zu spät geliefert wurden. Die beiden Staatssekretäre von Herrn Scholz begründeten die Verzögerungen allein mit fehlenden Freigaben der britischen Aufsicht FCA. Auf meine Nachfrage musste das Finanzministerium mittlerweile einräumen, von den 111 zu spät vorgelegten Ordnern betraf das genau zwei Ordner. 109 Ordner betraf es nicht. Und bei den zwei Ordnern hatte die britische Aufsicht bereits Anfang Februar, am 5. Februar, die Freigabe erteilt, sodass eine Zulieferung Ende März sich da natürlich nicht rechtfertigen lässt. Aufklärungswillen ist das jedenfalls nicht. Die betroffenen Zeugen haben im Übrigen dann gestern ein zweites Mal vernommen. Wir lassen uns nämlich fraktionsübergreifend vom BMF das nicht gefallen. Was Herr Scholz vom Untersuchungsausschuss hält, das zeigt auch, dass er seinen Aktionsplan
einen Tag vor Konstituierung des Untersuchungsausschusses vorgelegt hat. Offenbar redet Herr Scholz lieber über Aktionspläne als über Verfehlungen der BaFin, die seiner Rechts- und Fachaufsicht unterliegt. Die Ergebnisse des Ausschusses konnte er da jedenfalls natürlich noch nicht berücksichtigen. Das erklärt auch, warum der Gesetzentwurf, das FISK, unausgegoren ist und warum wir das Placebo-Gesetz nachschärfen müssen. Mit der Union wird es jedenfalls kein Weiter-so mit einem zweistufigen Verfahren der Bilanzkontrolle geben, wie es Herr Scholz vorschlägt. Es hat sich gerade nicht bewährt. Wir als Union schlagen daher einen echten Neuanfang vor, mit einer Bilanzkontrolle aus einer Hand und klaren Kompetenzen. Und da ist selbst die SPD schon weiter als ihr eigener Minister. Lassen Sie mich zu zwei zentralen Aspekten des Untersuchungsausschusses kommen, dem BaFin-Leerverkaufsverbot und der fehlenden Geldwäscheaufsicht. Die BaFin hat im Februar 2019 auf Grundlage einer dubiosen Strafanzeige durch Wirecard ein Leerverkaufsverbot erlassen. Das war handwerklich schlecht, es war inhaltlich falsch und es sendete vor allem das fatale Signal an den Markt, bei Wirecard ist alles in Ordnung. Das Finanzministerium war vorher informiert, es hat keine Reißleine gezogen. Die BaFin wollte beim Leerverkaufsverbot mit dem Kopf durch die Wand. Obwohl es ein einmaliger Vorgang bei der BaFin war, wurde wesentliche Kompetenz dabei nicht einbezogen. Der Referatsleiter, krank beim Zahnarzt, die Abteilungsleiterin, dauerhaft krank, die stellvertretende Abteilungsleiterin, schlichtweg ignoriert und übergangen. Die gesamte Führung der Leerverkaufsabteilung wurde nicht einbezogen. Vorhandene Kompetenz wurde schlichtweg weitgehend ignoriert. Auch kritische Stimmen bei Bundesbank, bei Handelsüberwachungsstelle, im eigenen Haus fanden kein Gehör. Am Ende wurde übers Wochenende ein Leerverkaufsverbot durchgezogen, das es so nie hätte geben dürfen, in Kenntnis des Finanzministeriums. In vielen anderen Bereichen hat die BaFin nicht gehandelt, beispielsweise bei der Geldwäscheaufsicht. Sowohl die Bezirksregierung Niederbayern als auch die BaFin haben dazu ihre eigene Unzuständigkeit festgestellt. Der Gesamtkonzern Wirecard unterlag damit überhaupt keiner Geldwäscheaufsicht. Die Bezirksregierung hat zumindest den Versuch unternommen, bei der BaFin eine Klärung herbeizuführen, wer denn nun zuständig ist. Die E-Mail dazu lag in zwei zentralen BaFin-Postfächern. Sie schlummerte da über 3 Monate und blieb unbeantwortet, obwohl die Bezirksregierung sogar noch mal bei der BaFin nachgehakt hat. Und als es unangenehm wurde, hat man das Thema dann wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, erklärte sich auch bei der BaFin nicht für zuständig. Und natürlich gehört eine Geldwäscheaufsicht über einen DAX-Konzern mit 58 Tochtergesellschaften mit Auslandsbezug nicht in die Zuständigkeit einer Bezirksregierung, sondern auf Bundesebene, auf Bezirksregierungsebene werden ansonsten Immobilienmakler oder Autohändler beaufsichtigt. Und vielleicht wundern Sie sich, dass eine Regierungsfraktion hier bemüht ist, den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses zusätzliche Aufmerksamkeit zu bescheren. Als CDU und CSU sehen wir uns gemeinsam mit einem großen Teil der Opposition auch als Motor der Aufklärung des Skandals. Und wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass diverse Zeugen zusätzlich geladen werden, die vieles zur Aufklärung beitragen konnten. Wir befragen Zeugen intensiv und hart in der Sache, unabhängig von deren Parteibuch. Auch der Sonderermittler, der derzeit die Arbeit von EY genau im Detail unter die Lupe nimmt, geht auf unsere Initiative zurück. Gleiches gilt auch für das heutige Fachgespräch mit dem designierten BaFin-Präsidenten Branson. Wir als Union hatten angeregt, dass es öffentlich stattfindet, damit sich die breite Öffentlichkeit ein Bild von der Neuaufstellung der BaFin machen kann. Abschließend, in der nächsten Woche stehen die Befragungen der politischen Spitzen an. Wir werden Peter Altmaier zur Rechtsaufsicht über die APAS befragen, Christine Lambrecht zur Arbeit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, die Bundeskanzlerin zum Flankieren des Markteintritts in China und vieles weitere. Im Zentrum der Vernehmungen der nächsten Woche steht allerdings Staatssekretär Kukies und Finanzminister Scholz. Sie tragen als Rechts- und Fachaufsicht über die BaFin die maßgebliche politische Verantwortung, und das Maß des persönlichen Verschuldens wird sich dann bei den Vernehmungen zeigen. Vielen Dank. Hans Michelbach, bitte. Ja, Frau Weldi, die Wirecard-Pleite, da steht außer Frage, ist der bislang größte Finanzskandal
den es bisher in Europa gegeben hat. Bis heute liegen Gläubigerforderungen in Höhe von 12,4 Milliarden Euro vor. Hinzu kommen die Verluste zahlreicher Kleinanleger. Ich gehe davon aus, dass insgesamt über 22 Milliarden Euro Schaden bei Wirecard entstanden ist. Dieser Skandal hat dem Ruf des Finanzplatzes Deutschland und dem Ansehen unserer sozialen Marktwirtschaft schweren Schaden zugefügt. Wirecard ist für mich ein Anschlag auf unser freiheitliches Wirtschaftssystem. Eine Akzeptanzkrise unserer Marktwirtschaft steht bei einem solchen unternehmerischen Fehlverhalten im Raum. Dieser Untersuchungsausschuss war und ist notwendig. Das stand nach den vergeblichen Versuchen außer Frage, in Sondersitzungen des Finanzausschusses Licht in das Dunkel zu bringen. Ein solcher Finanzskandal darf sich nicht wiederholen. Deshalb mussten wir strukturelle Defizite, das Versagen bei Behörden, bei Aufsicht und Prüfern sowie persönliche Verfehlungen und vor allem Lobbyismus aufklären. Das tut nach meiner Ansicht, das sage ich als stellvertretender Vorsitzender, sehr erfolgreich, dieser Ausschuss, vor allem auch kollegial quer durch alle Fraktionen. Das zeigen allein schon die persönlichen zahlreichen Konsequenzen seit Start der Untersuchungen, angefangen mit dem Chef des Wirtschaftsprüferaufsichtsbereichs der APAS im BMWI bis hin zur Spitze der BaFin, die unter Fachaufsicht des BMF steht. Aber auch die politische Führung, nach meiner Meinung, muss endlich nun Verantwortung übernehmen. Wir haben an bislang 27 Sitzungstagen, geschätzt 320 Stunden lang, insgesamt 77 Zeugen und Sachverständige befragt, zudem Unmengen von Akten analysiert, um uns ein Bild von den Vorgängen zu schaffen. Das zentrale Fazit aus meiner Sicht, zweifelsfrei, ist, dass BaFin, BMF und Wirtschaftsprüfer EY Schützenhilfe geleistet haben. Alle Warnsignale wurden über viele Jahre konsequent ignoriert und damit der dauerhafte Betrug erst möglich gemacht. Man hat es Wirecard einfach zu einfach gemacht. Stattdessen wurden die Warner verfolgt, Journalisten ebenso wie Analysten wurden verfolgt. Die haarsträubenden Informationen des Ex-Chefs der Wirecard-Bank über interne Vorgänge bei der Bank blieben ohne jegliche Folgen, obwohl er aufgezeigt hat, was 2019 schon, was dort los ist. Der Wirecard-Skandal wirft aber auch ein Schlaglicht auf den Lobbyismus hierzulande. 62,4 Millionen gab Wirecard seit 2016 für die gezielte Beeinflussung von Öffentlichkeit und Regierungen aus. Man muss sich das mal vorstellen, 62,4 Millionen Ausgaben für Lobbyismus. Dass sich ehemalige Minister, Staatssekretäre, ein ehemaliger Landespolizeichef, aber auch ein aktiver Berliner Landespolitiker von Wirecard hat einspannen lassen, macht mich fassungslos. Auch wenn es natürlich nicht ursächlich für den Skandal ist, aber es zeigt, wo wir in dieser Republik nicht hinkommen dürfen. Die Weigerung, Wirecard als Finanzholding einzustufen, war eines der Hauptursachen. Das Leerverkaufsverbot, das der Markt als Gütesiegel ansah, war eines der wesentlichen Antreiber für den Betrug. Und schließlich die Aktiengeschäfte von Angehörigen der Aufsicht waren natürlich ein schwerwiegender Fehler der Aufsicht, der Fachaufsicht durch das Bundesfinanzministerium. Und dann abschließend möchte ich sagen, ist noch die sehr fragwürdige Rolle von Staatssekretär Kukis. Er spielte eine sehr eigentümliche Rolle. Er war teilaktiv unterwegs. Nicht nur, dass er frühzeitig über das Leerverkaufsverbot informiert wurde und nicht eingriff. Anfang November 2019, muss ich das mal vorstellen, fuhr er noch zum Geburtstag von Wirecard-Chef Braun in die
Firmenzentrale nach Aschheim bei München. Damals liefen bereits zwei Sonderuntersuchungen in Sachen Wirecard. Und dass Herr Kukis noch einen Tag vor der Wirecard-Pleite am 19. Juni 2020 die bundeseigene KfW IBEX Bank zu einem Rettungskredit drängen wollte, unterstreicht dessen sehr fragwürdige Rolle. Und was eigentlich der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz die ganze Zeit in der Sache veranlasst hat, werden wir hinterfragen. Zweifelsfrei steht fest, dass er über alle Vorgänge, die stattgefunden haben, informiert war. Und steht damit auch im Zwielicht. Es reicht nicht, Beamte nur zu feuern. Auch Kukis und Scholz müssen endlich Verantwortung, politische Verantwortung für das, was hier stattgefunden hat. Ein Verlust von 22 Milliarden aufwärts. Also ich denke, dass wir gut daran tun, ohne Ansehen von Personen, sondern in der Sache auch auf die Verantwortlichkeiten hinzuweisen und das in den nächsten Tagen auch auf den Nenner zu bringen. Herzlichen Dank. Dankeschön, bitte, Herr Fritz Günzler, bitte. Ja, auch von mir einen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir als Mitglieder der Unionsfraktion die Möglichkeit haben, hier heute auch die Sicht unserer Dinge darzustellen. Ich habe in der letzten Legislaturperiode den ersten Untersuchungsausschuss erlebt. Das war Cum-Ex. Das war schon eine spannende Geschichte. Aber, meine Damen und Herren, was man hier erleben muss, hätte ich nicht erwartet. Ein kollektives Aufsichtsversagen aller staatlichen Stellen und der Beobachtung von staatlichen Stellen konnten Kriminelle ihr Unwesen treiben, weil man einem Geschäftsmodell, das man, glaube ich, in Teilen überhaupt nicht verstanden hat, geglaubt hat und versonnen, einen neuen großen Fintech-Konzern am Himmel in Deutschland sah. Wir haben viele Erkenntnisse über dieses Aufsichtsversagen in den Befragungen gewinnen können. Das hat auch zu erheblichen personellen Konsequenzen geführt bei der BaFin, bei der APAS, aber auch bei der DPR. Und der Auftrag des Untersuchungsausschusses ist es, auch Konsequenzen zu ziehen, die wir als Gesetzgeber übernehmen. Und von daher bin ich froh, dass wir gerade als Unionsfraktion erheblich daran mitwirken, dass dieses Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, das FISG, in entscheidenden Punkten nachgeschärft wird. Herr Kollege Hauer sprach von einem Placebo, das ist es. Hier ist ein Schnellschuss des Bundesfinanzministers, der auch an den Empfehlungen seiner eigenen nachgeordneten Stellen vorbeigeht. Die BaFin hat ziemlich schnell mittlerweile erkannt, dass das zweistufige Enforcement, also die zweistufige Bilanzkontrolle, ungeeignet ist. Dass der privatrechtliche Verein DPR nicht in der Lage ist und nicht die Werkzeuge hat, um diesen Bilanzbetrug aufzudecken. Von daher ist es folgerichtig und konsequent, dass wir als Union eingefordert haben, und ich glaube auch, es wird kommen, dass wir zu einem einstufigen Enforcement-Verfahren kommen bei der BaFin. Das bedingt, dass wir die personellen Ressourcen bei der BaFin ausweiten, dass wir das Know-how, das unstrittig bei der DPR vorhanden ist, überführen. Aber es bedingt auch, dass eine ganz andere Unternehmenskultur in die BaFin Einzug hält, das geprägt ist von einer kritischen Grundhaltung, die wir bis jetzt nicht wahrgenommen haben. Wir haben im Wesentlichen in den Zeugeneinvernahmen Beschwichtigungen wahrgenommen der BaFin, warum dies alles nicht funktionieren konnte. Und über besondere Situationen wie Krankheitsstände, Leerverkaufsverbot hat der Kollege hingewiesen. Also von daher müssen wir eine starke Bilanzkontrolle in Deutschland bekommen. Die kann bei der BaFin liegen. Dafür müssen aber die personellen Ressourcen, wie gesagt, geschaffen werden. Als Wirtschaftsprüfer selber bin ich sehr betroffen über das, was die Abschlussprüfer dort testiert haben. Liquidität ist eigentlich der einfachste Prüfungstatbestand, den man haben kann. Geld ist da oder Geld ist nicht da. Dass es hier Kriminellen gelungen ist, den Wirtschaftsprüfer so lange zu täuschen, wirft viele Fragen auf. Ich möchte für den Berufsstand sagen, es ist keine Frage, dass die Abschlussprüfung in sich in Deutschland ein Problem darstellt. Aber ich glaube, dass in diesem Fall erhebliche Fehler gemacht worden sind, berufsständische Vorkehrungen nicht umgesetzt worden sind. Auch das ist in den Befragungen sehr deutlich geworden. Und ich bin froh, dass sich die anderen Fraktionen
unserem Wunsch angeschlossen haben, dass wir einen Sonderermittler eingesetzt haben, einen sehr versierten Wirtschaftsprüfer, der die hunderten Akten, Prüfungsakten darlegt oder prüfen wird, um zu klären, warum die kritische Grundhaltung auch bei dem Abschlussprüfer nicht gegeben war. Der Abschlussprüfer hat eine Risikobewertung vor jeder Abschlussprüfung durchzuführen. Dabei hat er die Integrität des Managements zu würdigen. Und das hat er nach unserer Erkenntnis nicht in dem Umfang getan, wie es hätte sein müssen. Und ich glaube, da hätte viel Schaden vermieden werden können, wenn der Abschlussprüfer hier sorgfältig seine Aufgaben gemacht hat. Wir werden deshalb auch nachschärfen im Fisk. Wir werden die Frage der Prüfung und Beratung aufgreifen, selbstverständlich. Wir haben gesagt, wir brauchen eine schnellere interne Rotation, gehen da auch weit über den Entwurf des Ministers hinaus. Wir sind für die externe Rotation nach 10 Jahren. Und wir werden auch deutlich über den Ausschussbericht machen, dass, glaube ich, ein Joint Audit ein gutes Instrument sein könnte, hier bessere Prüfungsqualität zu erzielen. Aber es geht auch um die Stärkung der Governance. Wir haben erhebliche Governance-Probleme bei der Wirecard AG gesehen. Der Aufsichtsrat war eigentlich kein Aufsichtsrat. Das war ein Grüß-Gott-Gremium, das sich getroffen hat, aber nicht ihre Tätigkeit wahrgenommen hat. Von daher brauchen wir eine Stärkung der Aufsichtsräte, eine verpflichtende Einführung von Prüfungsausschüssen, die auch mit Mitgliedern besetzt sind, die die Qualität haben, ein Unternehmen zu beobachten. Von daher freuen wir uns auf die Beratung des Fisk. Und da sage ich sehr deutlich, Sorgfalt vor Eile. Kein Schnellschuss. Wir brauchen ein Gesetz, das trifft. Die Dinge liegen alle fast jetzt auf dem Tisch im Endspurt des Untersuchungsausschusses. Wir arbeiten daran mit. Wie ich auch froh bin, dass wir so aktiv in dem Untersuchungsausschuss alle gemeinsam einen Aufklärungswillen haben. Das habe ich nicht bei jedem Untersuchungsausschuss bis jetzt erlebt. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Wir starten mit Fragen. Wie gesagt, eine Frage, eine Nachfrage. Und wenn Sie sich kurz vorstellen. Bitte. Christian Krämer für Reuters. Ich würde gerne bei dem letzten Punkt anknüpfen, Herr Günzler. Bis wann erwarten Sie eine Einigung beim Wirecard-Gesetz Fisk? Ich glaube, Kollege Hauer ist da in den Terminabfragen direkt drin. Also erstmal ist uns wichtig, dass es zwar einen zeitnahen Abschluss gibt, der auch noch in dieser Legislaturperiode dann greift. Und es sind natürlich auch Maßnahmen erforderlich, die getroffen werden, damit wir einige Dinge, die dort vorgesehen sind, auch noch vor der Sommerpause auf die Spur setzen können. Also wir rechnen fest damit, dass wir im Mai da zu einem Abschluss kommen. Zusatz, Herr Krämer? Ja. Neben dem zweistufigen Verfahren ist ja auch die Haftung der Wirtschaftsprüfer ein Problem. Jetzt haben Sie selbst eingeräumt, dass es massive Defizite bei EY gab. Trotzdem wehren Sie sich gegen eine stärkere Haftung der Wirtschaftsprüfer. Warum machen Sie das und ist das für Sie in Stein gemeißelt oder ist das Verhandlungsmasse vielleicht dann in den nächsten Wochen? Also wir halten eine Erhöhung der Haftung durch Wirtschaftsprüfer, die Fehler machen, für richtig. Wir wollen eine Haftungsverschärfung. Wir haben schon jetzt eine unbegrenzte Haftung bei vorsätzlichem Handeln. Die Frage stellt sich jetzt, wie gehen wir mit fahrlässigem und grob fahrlässigem Handeln um? Dass wir bei leichter Fahrlässigkeit eine Verschärfung bekommen, das ist weitgehender Konsens. Die Frage stellt sich allerdings, ob wir bei grober Fahrlässigkeit, was aber kein Vorsatz ist, ob wir da eine so weitgehende Haftung wollen, dass das zu einer weiteren Konzentration auf dem Wirtschaftsprüfermarkt führt. Und deshalb halten wir es für falsch, dass wir eine Regelung treffen, die dazu führt, dass Abschlussprüferleistungen nicht mehr versicherbar sind. Und da gibt es Hinweise, dass es eben nicht mehr der Fall ist. Also wir sind sehr wohl bereit und willens, eine deutliche Haftungsverschärfung vorzunehmen, aber natürlich nicht eine, mit der das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und die kontraproduktiv ist, weil sie eine weitere Konzentration auf dem Wirtschaftsprüfermarkt herbeiführt. Wir haben jetzt schon eine ungünstige Situation, dass wir mit den Big Four Unternehmen haben, die große Konzerne prüfen können, aber die kleineren können es weitgehend nicht. Und wenn Sie aus Big Four Big Three machen, haben Sie nichts gewonnen. Und wenn Sie dafür sorgen, dass durch Nichtversicherbarkeit am Ende die Kleinen weniger prüfen, dann haben Sie auch nichts gewonnen. Insofern sind wir uns in der Zielrichtung einig, aber man muss natürlich auch die richtigen Werkzeuge dafür anwenden. Die nächste Frage aus dem Saal, dann geht es online weiter. Bitte schön. Matthias Baumann, Presseorgane.de. Eine Frage an Herrn Hauer, weil Sie ja über die BaFin so viel gesprochen hatten. Wenn die BaFin bei Wirecard und auch jetzt bei der Greensill Bank
ihrer Aufsichtspflicht gar nicht so richtig nachgekommen ist. Welche Gründe gibt es dann überhaupt, die BaFin noch am Leben zu halten? Also wir schauen uns sowohl den Wirecard-Skandal an, das merken Sie heute. Auch bei Greensill schauen wir sehr genau hin. Da hatten wir auch schon die entsprechenden Stellen auch zum Rapport im Finanzausschuss. Und wir stellen ein Problem der Kultur des Wegsehens fest. Das haben Sie, glaube ich, hier bemerkt. Wir brauchen einen Kulturwandel hin zu einer Kultur des Hinsehens. Allerdings wollen wir hier keinen kompletten Systemwechsel in allen Bereichen. Ich glaube, da würden wir auch Fehler machen. Und wir brauchen Verbesserungen. Wir brauchen klarere Kompetenzen. Wir brauchen auch eine Befähigung oder stärkere fachliche Schärfung auch in einigen Bereichen. Es machen sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch einen sehr guten Job. Das muss man auch mal sagen. Es ist nicht so, dass alles falsch gelaufen ist. Aber es ist eben sehr viel falsch gelaufen und an den entscheidenden Stellen, und zwar sowohl bei Bilanzkontrolle, bei Geldwäscheaufsicht und bei Finanzaufsicht und bei den Insider, bei den Mitarbeitergeschäften. Und das sind einfach viele Probleme, die wir jetzt vor der Brust haben, die wir aber lösen wollen. Und dafür wollen wir den designierten BaFin-Präsidenten, Herrn Branson, auch mit ins Boot holen. Auch deshalb wollen wir im Übrigen keinen Schnellschuss beim Fisk. Es wäre, glaube ich, auch falsch, einen Fisk zu beschließen, ohne dass man sich vernünftig mal mit der künftigen Spitze auseinandergesetzt hat. Denn das muss natürlich Hand in Hand gehen, die personelle Weichenstellung mit der innerlichen Weichenstellung. Und deshalb haben wir beispielsweise auch dafür gesorgt, dass gleich ein öffentliches Fachgespräch dazu mit Herrn Branson stattfindet. Zusatz, Herr Baumann? Da ist ja viel Konjunktiv dabei. Wie sicher sind Sie sich denn, dass dieser Trendwechsel, dieser Klimawechsel auch wirklich stattfindet? Wissen Sie, wenn ich so zuverlässig Vorhersagen in die Zukunft treffen würde, würde ich vielleicht mehr Lotto spielen oder andere Dinge tun. Wir tun da unser Bestes, dass es diesen Kulturwandel gibt. Und wir haben aus den Untersuchungsausschussergebnissen, und zwar fraktionsübergreifend weitgehend, das ist jetzt, wir tragen die Position der Union vor, aber in vielem sind wir uns auch einig mit den Kolleginnen und Kollegen. Und weil es wirklich eine fraktionsübergreifend gute Zusammenarbeit in diesem Untersuchungsausschuss gibt, und deshalb haben wir da einfach diese Fehler gemeinsam identifiziert und wollen sie gemeinsam auch abstellen. Insofern gibt es da auch intensive Gespräche, beispielsweise mit der Opposition, aber auch natürlich mit unserem Koalitionspartner, was wir da verbessern können. Und wir haben ja auch den Führungswechsel an der Spitze der BaFin. Und Sie wissen ja, Institutionen funktionieren ja durch Vorbild, auch durch Führung. Und wir haben das Gefühl, dass wir einen neuen BaFin-Chef haben, den wir noch mal hören werden nachher, der das vorleben kann, sodass der auch Vorgaben machen kann. Wir haben auch das Gefühl, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Job gut gemacht haben, auch nicht in dem Umfang tätig sein konnten, weil die Kultur in diesem Haus nicht so geprägt war. Das war mehr Behörde als Aufsichtsorgan. Meine Damen und Herren, also mehr Behörde als Aufsichtsorgan. Da waren doch von den Obleuten der Union einige massive Anschuldigungen über Führungsversagen, insbesondere in der Bundesanstalt für Aufsicht über die Finanzdienstleistungen, ansässig in Bonn. Da hat es den Führungswechsel gegeben. Der neue Mann kommt aus der Schweiz, hat dort die Finanzaufsicht geleitet. Und das ist zumindest die Hoffnung dann dieser drei Unionsabgeordneten, die wir hier gehört haben, dass es dann besser laufen wird und das Ganze weniger als Behörde und tatsächlich dann auch mit Kontrollfunktion ausgeführt wird. Des Weiteren haben wir noch erlebt, was sie strukturell als Versagen auch der gesamten Aufsicht, auch der Wirtschaftsprüfer, auch so empfunden haben. Und über diese Arbeit in den letzten 6 Monaten, seit Oktober, wie gesagt, gibt es den Untersuchungsausschuss Auskunft gegeben haben. Das also hier gewesen durch den stellvertretenden Untersuchungsausschussvorsitzenden Hans Michelbach, den Obmann Matthias Hauer und den Mitglied im Untersuchungsausschuss Fritz Günzler. Ein großes Versagen in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, als Jahrhundertereignis gekennzeichnet, der Wirecard-Skandal mit allein einem Bilanzloch von 1,9 Milliarden. Das war die erste Entdeckung, aber die Summen gingen dann noch in die Höhe. Das hat noch nicht ein Ende, aber es hat jetzt so etwas wie einen Zwischenstand. Das wollten wir Ihnen live zeigen. Um 12 Uhr kehren wir mit Phoenix vor Ort zurück. Dann wollen wir uns auch noch ein